Hey zusammen, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Photo to Go. Wir sind hier in La Palma am Meer und was könnte man hier besser machen als Landschaftsfotografie, insbesondere Langzeitbelichtungen, wo wir heute versuchen, das Meer mal so richtig schön glatt zu bügeln. Und wie das dann am Ende wirkt und wie ich dazu vorgehe, das erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! Ja, schön, dass ihr wieder reinschaut zu mir heute. Ich habe mir jetzt hier erstmal ein ruhiges Eck gesucht, da ich ganz schwer einschätzen kann, inwiefern der starke Wind da draußen das Mikrofon beeinträchtigt. Ich weiß zwar, dass das Rode mit dem Windfell hier einen ganz guten Job macht, aber ich möchte es auf keinen Fall riskieren, dass ich dann nach dieser Folge nach Hause komme und draußen auf dem Felsen vorne hört man dann kein Wort. Deswegen werden wir es heute so machen. Ich lasse zwar die Kamera eingeschalten, wenn ich dann den Positionswechsel mache, dass ihr seht, was abgeht, aber ich spiele dann vielleicht ein bisschen Musik ein und sage dann auch nichts mehr dazu, denn die Einstellungen, die wir machen müssen, die besprechen wir jetzt hier, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und das ist ja auch das Essentielle, was ja ziemlich wichtig ist für das Video. Okay, wie würde ich jetzt hier heute vorgehen? Ich habe noch etwas zu viel Licht. Das heißt, solche Fotos mache ich eigentlich lieber am Abend, wenn dann das Licht weniger wird, wir vielleicht auch eine dramatischere Lichtstimmung haben. Aber das konnte ich mir jetzt nicht aussuchen. Jetzt sind wir nun mal hier zur Tageszeit. Wir haben Sonne mit Wolken, fast ein bisschen mehr Wolken. Und deswegen, warum ist das wichtig zu wissen? Weil es natürlich entscheidend dafür ist, welchen ND-Filter wir vorne verwenden. Ich habe jetzt hier nur einen ND1,8 hier von Haida drin mit einem integrierten Polfilter. Und was das bedeutet, ein Polarisationsfilter, der macht euch ja die Spiegelung auf der Wasseroberfläche weg und macht das Wasser dramatischer und er sättigt den Himmel blauer. Und das funktioniert am besten 90 Grad zur Sonne. Ich glaube, die Sonne ist gerade irgendwo da, deswegen könnten wir eine gute Chance haben, hier auf dem Meer dementsprechend diesen Effekt auch sichtbar zu machen. Dazu nehme ich euch mal mit hier auf den Bildschirm. Und ich weiß nicht genau, wie gut ihr das erkennen könnt, aber wenn ich jetzt den Polfilter drehe, dann haben wir insbesondere in diesem Bereich hier, seht ihr jetzt, wie die Spiegelung auf dem Wasser weggeht. Und das ist wunderschön und dramatisch. Das heißt, dieser Filter, er sättigt uns nicht den Bereich nur, sondern er lässt uns auch das Blau wiedersehen von dem Meer. Und zusätzlich ist das aber ein ND1,8, der uns das Bild auch noch verdunkelt. Das ist natürlich wichtig, damit wir eine lange Verschlusszeit wählen können. Ich sage mal so, ab einer Sekunde bewegt sich das Meer verwaschen. Natürlich auch schon bei einer halben Sekunde, aber dann ist der Effekt zu wenig. Das ist aber manchmal durchaus schon interessant. Es ist nicht immer schön, das Meer komplett glatt zu bügeln. Das hängt ein bisschen von eurem Geschmack ab und wie ihr die Bildstimmung haben wollt. Dynamisch kann es auch wirken, wenn ihr eine etwas längere Verschlusszeit nehmt, also so eine 0,3 Sekunde oder 0,5. Denn dann hat man manchmal noch die Dynamik von der Welle drin, die dann so leicht verschliert. Das sieht auch manchmal ganz toll aus. Ich werde jetzt hier mal erstmal ein Bild machen, wo sehr glatt gebügelt ist. Ihr seht, das Bild ist mit 1,6 Sekunden noch zu hell, aber wir haben bei der Blende 5 haben wir hier noch ganz schön Spielraum. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal hier auf eine Blende 16. Aber vorher würde ich euch empfehlen, geht mal in den manuellen Fokus. Den Stabi können wir auch mal ausschalten, denn wir haben ein Stativ. Und ich würde jetzt hier mal den manuellen Fokus einstellen und erstmal den Bereich da hinten mit der Fokuslupe sehr schön scharf machen. Das sind hier die blauen Pixel. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erkennen könnt. Die zeigen hier auch die Schärfe an. So. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr geschlossene Blende von 16, die ich jetzt einstelle. Und damit haben wir eine große Schärfentiefe von ganz hinten nach vorne. ISO habe ich die niedrigste gewählt, die ich hier nehmen kann. Viele Kameras können gar nicht unter 125 oder 160. Die Sony A7 S3 kann hier auf eine ISO 50. Okay, dann verlängere ich die Verschlusszeit wieder so, bis die Bildvorschau mir sagt, dass ich ein ausgewogen belichtetes Bild habe, hier mit 0,0. Das hängt natürlich von der Messmethode ab, die wir hier mittenbetont eingestellt haben. Wenn ihr die Messmethode umstellt, kann es sein, dass eure Kamera sagt, okay, das Bild ist an dieser Stelle. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel gesamtheitlich beurteilen wollte, das Bild, dann haben wir hier wahrscheinlich minus 0,5 oder 0,3, weil wir hier eben sehr viel schwarze Felsanteile haben. Aber mir ist es wichtig, was macht die Belichtung in der Mitte des Bildes. Außerdem haben wir das Histogramm hier noch als Hilfe und das sagt uns ja auch dann, dass wir hier wunderbar, also das Schwarz saugt ein bisschen ab, aber das macht nichts, das können wir dann in Lightroom wieder retten.
Foto2Go ist ja ein Format, wo wir dann eben das Bild auch später zusammen bearbeiten. Nur mal so viel vorweg, wer das noch nicht kennt. Ich habe jetzt die Bildaufteilung wieder so gemacht, dass wir ein Drittel Himmel haben, zwei Drittel Vordergrund. Wir belichten 5 Sekunden und damit ich die Kamera berührungsfrei auslöse, mache ich jetzt hier mal einen 2-sekundigen Selbstauslöser rein und dann lassen wir jetzt die Belichtung einfach mal wirken. In der Zeit bewegt sich das Meer und dementsprechend wird es dann verwischt und glatt und das hat dann oft einen sehr coolen Effekt. Das hier ist jetzt nicht unbedingt mein Wunschausschnitt, den ich machen wollte. Wir bearbeiten dann in Lightroom eins der Ergebnisse, wo mir am meisten gefallen. Weil ihr mich vorne nicht so gut versteht auf dem Felsen und ich dann eher lieber Musik einblende, sage ich es euch jetzt, das Stativ, das ich dabei habe, ist ein ganz leichtes Carbon-Reisestativ. Das ist nicht unbedingt dafür geeignet, mit so einer schweren Kamera drauf, mit so einem großen Filterglas vorne drauf, die Windstöße auszuhalten. Bei 5 Sekunden würde dann immer alles verwackeln. Deswegen würde ich euch entweder zu einem stabilen Stativ raten oder ihr nehmt einfach den Finger und drückt es so ein bisschen nach unten. Das ist zwar nicht so ideal, weil ihr könntet theoretisch auch zittern, aber meiner Erfahrung nach bei 24 mm Brennweite kommt das noch nicht zum Tragen. Also werde ich vorne das immer so ein bisschen beschweren beim Aufnehmen. Wir könnten alternativ auch unten an den Haken auch noch einen Ballast hängen. Aber da habe ich jetzt nichts Passendes dabei und habe auch gar keine Lust dazu. Was ich euch noch vergessen habe zu sagen, ich habe natürlich vorne nicht nur den ND-Filter drin, sondern ich habe auch einen Verlaufsfilter noch mit eingeschoben, denn er dunkelt uns das Bild zusätzlich ein bisschen ab. Vor allem am Himmel wird es dann schön dunkel, weil der Himmel ja heute so ein bisschen langweilig ist. Aber jetzt gehen wir einfach mal vor auf die Felsen. Ich baue die Kamera dort auf und dann sehen wir uns wieder hier. Eigentlich habe ich ja mal gesagt, dass ich Foto2Go abwechsle mit Luminar und Lightroom, aber jetzt ist das eine ältere Folge Foto2Go und deswegen machen wir jetzt hier das Bild erstmal in Lightroom. Ich habe hier schon eine Version erstellt, das ist aber nicht das Bild, das wir jetzt zusammen bearbeiten, nämlich wir bearbeiten das hier und das hier habe ich mal absichtlich so in ein kühles, blasses Grau mit den blauen Farbtönen, das hat mir hier in dem Bild sehr gut gefallen und ich habe das gerade mal in Luminar reingeladen und habe mal zum Spaß, das ist ja dann der künstlerische Aspekt, also das größere Austauschen, Retuschieren von irgendwelchen Bereichen ist ja dann, geht ja dann schon mehr in die Ölmalerei, in die Kunstform. Aber es ist trotzdem eine schöne Kunstform, es macht sehr viel Spaß. Ich habe das mal in Luminar mit 2-3 Klicks habe ich mal einen eigenen Himmel von mir hier eingefügt. By the way, ihr könnt Luminar unten über den Link bei mir günstiger erwerben, falls ihr es noch nicht habt. Und diese Himmelspakete vertreibe ich auf meiner Homepage. Auch hier ist der Link in der Beschreibung. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt mal mit der Lightroom-Bearbeitung an. Und wenn wir am Ende noch ein paar Sekunden haben, können wir mal auch bei dem Bild, was wir jetzt zusammen bearbeiten, noch den Himmel austauschen, um einfach mal zu gucken, wie wird das denn dann? Das ist natürlich immer schwer Geschmackssache. Okay, wir sehen am Histogramm, dass das Bild etwas zu dunkel geraten ist und wir sehen auch, dass der Verlaufsfilter von oben etwas zu stark in das Bild reindrückt. Das heißt, ich würde jetzt erstmal die Grundhelligkeit ein bisschen anheben, würde dann aber auch diesen abgedunkelten Himmel wieder so ein bisschen zurückholen. Und zwar ab hier würde ich einfach so einen Verlauf reinziehen und hier dann mal nach Gefühl, ungefähr so wie der Verlauf im Glas war, irgendwo hier so die Belichtung zurückholen, weil er doch oben etwas zu stark abgedunkelt hat. Dann machen wir die klassische Dynamikbearbeitung. Wir ziehen die Lichter etwas runter, damit wir die Struktur im Wasser zurückholen und wir ziehen mal ordentlich die Tiefen nach oben, weil die Felsen uns hier doch recht stark abgesoffen sind. Wir machen ganz leicht weiß und schwarz, weil wir das später final noch anfassen. Und dann ist es natürlich so, dass wir heute alles Elemente im Bild haben, die durchaus Klarheit vertragen. Also zum Beispiel der Himmel, Steine, Wasser, das sind die Elemente, die Klarheit vertragen. Und deswegen experimentieren wir mal rum, indem wir das hochziehen. Da sieht das schon sehr dramatisch und knackig aus in den Felsen. Ich würde das gleich mal so hochreißen. Außerdem würde ich ein bisschen Dunst entfernen. Und weil wir haben einen dunstigen Tag und das gleiche ich wieder mit der Belichtung so ein bisschen aus, weil das uns das Bild sehr dunkel macht.
Dann geben wir noch ein bisschen Dynamik rein und eigentlich ist das Bild jetzt schon schön und fertig. Was aber auch auffällt ist, wir haben einen sehr unruhigen Horizont, der gekrümmt ist und vielleicht auch nicht ganz gerade. Deswegen müssen wir jetzt zuerst einmal die Objektivkorrektur, die Profilkorrektur aktivieren. Das hatte ich jetzt vergessen, das macht man eigentlich zu Beginn der Bearbeitung. Also ihr seht, jetzt ist der Horizont schon viel gerader, weil das Sigma 24 bis 70 im 24er Weitwinkel ohne die Profilkorrektur dazu neigt, dass der Horizont so ein bisschen wellig wird. Aber das haben wir ja hier mit einem Klick dann behoben. Dann gehe ich noch in das Beschnittwerkzeug und wähle hier die Wasserwaage und da fahren wir jetzt hier einfach mal kerzengerade an der Linie des Meeres entlang und lassen uns das gerade ausrichten. Normalerweise tendiere ich immer dazu, dass ich dann unten ins Bild noch einen dunkleren Verlauf reinziehe, damit der Blick des Betrachters zum Zentrum geführt wird, aber heute haben wir da unten so schöne orangene gelbe Steine, die möchte ich eigentlich komplementär zu dem schönen Blau hier noch eher betonen. Deswegen gehe ich hier in das HSL-Modul, gehe auf Sättigung und ziehe einfach mal den orangenen Kanal etwas nach oben, damit das Orange gestärkt wird, aber dann auch Gelb so ein bisschen. Und für mich sieht das schon sehr fein aus, weil wir hier einfach diese beiden Komplementärfarben im Bild haben und denen habe ich damit wieder ein bisschen Priorität gegeben. Wir können jetzt noch mit ein paar wenigen radialen Filtern ein paar Bereiche in den Felsen vielleicht so ein bisschen betonen, indem wir sie ein bisschen heller machen, ja, das und ein bisschen mehr Klarheit noch reinhauchen. Und das dupliziere ich jetzt nochmal diesen Radialfilter auf andere Bereiche, sodass wir so ein bisschen so ein paar hell-dunkel Bereiche auch innerhalb der Felsen bekommen. Das sieht immer ganz schön aus, weil das Ganze dann auch so ein bisschen Charakter bekommt. Okay, viel mehr würde ich dann gar nicht mehr machen. Ich würde jetzt am Ende final die Bereichsbegrenzermarkierungen anzeigen, die uns praktisch sagen, wenn wir weiß hochreißen, ab wann brennt denn der weiße Anteil aus. Und jetzt würde ich weiß so hochziehen, bis es ganz leicht anspitzt. Und das Schwarz, das spitzt sowieso schon in den Felsen an. Das würde ich jetzt gar nicht mehr stärker nach unten ziehen. Dann schalte ich diese Begrenzer wieder weg, gehe auf Details und schärfe das Bild mal nach. Mit gedrückter Alt-Taste maskieren wir den Bereich, der geschärft werden soll. Und da es eine ganz niedrige ISO mit nur 50 waren, brauchen wir auch keine Rauschreduzierung. Das wäre schon das Bild zwischen jetzt und vorher. Ist schon ein deutlicher Unterschied. Und wer jetzt immer noch behauptet, er bearbeitet seine Bilder nicht, weil das braucht man nicht, der hat halt weiterhin solche Fotos, während die anderen dann alle solche Fotos haben. Ganz einfach. Bereits zu analogen Zeiten hat man retuschiert, was das Zeug hält. Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz in Lumina und gucken, wie reagiert denn das Bild, wenn wir nochmal den Himmel austauschen. Und dazu gehe ich jetzt mal spaßhalber auf Bearbeiten in Lumina AI. Und dann fragt er uns, wollen wir eine Kopie mit den Lightroom-Anpassungen bearbeiten? Und das wollen wir natürlich. Dann gehen wir einfach auf OK. Und jetzt wird die Kopie erstellt und Lumina wird geöffnet. Wie gesagt, ab jetzt verlassen wir die vernünftige Bearbeitung eines Bildes und gehen in die künstlerische Bearbeitung rein, die aber genauso viel Spaß machen kann. Ich gehe jetzt hier gar nicht auf einen Vorschlag, sondern ich gehe oben direkt auf Bearbeiten und gehe dann auf Himmel. Und dann schauen wir mal, was habe ich denn da für Himmel im Paket. Ich habe blaue Wolken, aber ich habe auch dramatische Himmel. Und lustig wäre es doch jetzt mal, wenn wir hier eine dramatische Stimmung versuchen zu integrieren. Ich habe das auch vorher nicht geübt oder so. Ich mache das jetzt wirklich auf Verdacht. Ich wähle jetzt mal irgendeinen Himmel von mir aus. Und durch das diese Himmel, die ihr bei mir erwerben könnt, die haben ja alle 50 Megapixel, habt ihr natürlich genügend Raum, den im Bild zu verschieben. So, da kommt sie rein, die Wolke. Und jetzt schauen wir mal, wie uns die Wolke am besten gefällt. Ich würde jetzt hier gar nicht mehr machen. Jetzt gehen wir mal auf Himmel verblenden, damit einfach der Horizont zu den Wolken besser angepasst wird. Ja, wir haben ja ein dunstiges Bild, also darf es da hinten ruhig dunstig werden. Dann gehen wir mal auf Maske verfeinern und ziehen das ein bisschen nach oben. Und anschließend gehen wir auf Lücke schließen, denn das hat den Vorteil, dass er dann alte Himmelsstrukturen mit in den neuen Himmel reinkopiert, was natürlich für noch mehr Realismus sorgt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Wert mal ganz hoch zu reißen, damit die alten Wolken hier wieder so ein bisschen mit reinkommen. Das sieht, finde ich, realistischer aus. Ganz wichtig ist jetzt natürlich Szene neu belichten, denn wir haben ja jetzt einen komplett andersfarbigen Himmel. Das heißt, wir reißen diesen Regler erstmal nach oben und er steuert jetzt die Belichtung des Bildes, weil die Lichtcharakteristik natürlich eine ganz andere ist.
Und ganz wichtig, damit wir die Farbe vom Himmel auch noch ein bisschen in den Vordergrund reinbekommen, müssen wir jetzt die Sättigung der Neubelichtung natürlich auch nach oben reißen. Denn damit färbt er das Bild entsprechend der Lichtstimmung ein. Und ihr seht, was das bringt. Das hat jetzt am meisten von allem gebracht, ja. Diese Sättigung der Neubelichtung hochnehmen, damit die Rottöne des Himmels sich auf dem Wasser, aber auch hier in den Felsen wiederfinden. Mit dem Regler hier können wir jetzt bestimmen, wie stark soll denn auf dieser weißen Schaumkrone der Himmel überhaupt zu sehen sein. Also wie stark soll sich das Rot drin spiegeln? Möchten wir das ganz weit nach oben ziehen, was jetzt bei diesem Wasser nicht so realistisch ist? Oder wollen wir das eher in der Mitte lassen? So sieht das doch schon ziemlich krass aus. So war das Bild vorher, das finde ich auch sehr, sehr schön. Aber ihr seht, das war jetzt ja wirklich eine schnelle Umbearbeitung. Ich hätte jetzt vielleicht auch noch einen besseren Himmel auswählen können. Das war jetzt vielleicht auch nicht der beste Himmel für diese Bearbeitung. Der Himmel, das ist so ein kleiner Tipp immer von mir, den müsst ihr natürlich so ein bisschen immer schon auswählen nach der Landschaft, die ihr da vor euch habt. Ich würde jetzt hier vielleicht den Enhance-Regler vielleicht nochmal ausprobieren und den nach oben ziehen. Und da wird das dann schon schwer beeindruckend, das Bild, ja. Wenn wir das haben, wir können natürlich jetzt hier noch stundenlang das weiterarbeiten. Wie gesagt, das ist eine sehr künstlerische Bearbeitung. Jetzt gehen wir auf Anwenden und jetzt wird die Datei als TIFF gespeichert und ist dann wieder in Lightroom zur Verfügung. Also, wie gesagt, unten könnt ihr euch was sparen, wenn ihr über meinen Code einkauft und außerdem könnt ihr gerne mal meine Webseite besuchen, dort habe ich dann eben diese Himmelspakete. Und ich mache die Bilder mal nebeneinander auf. Rechts ist die normale Bearbeitung, links ist die ganz, ganz schnelle, schlampige Bearbeitung in Lumina. Die könnten wir viel, viel besser noch machen. Und ich muss sagen, ich finde beide Ergebnisse einfach wunderschön und gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ihr bei dieser Photo2Go-Reise dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu einem weiteren Video mal wieder reinschaut zu mir. Bis dahin, macht's gut, tschüss.